So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir mein Lieblingslevel gemacht, das weiß ich noch. Wir haben 53 Sterne und dann so einen 4-Sterne-Durchschnitt. Und ja, genau. Das ist so gerade das, was ich so sagen kann, weil aus Auswendigkeit heraus. Brauchen wir die jetzt? Brauchen wir die? Nee, die nehmen wir uns darauf, weil wir jetzt heute keine so lange Session machen wollen, zumindest an Mario. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich schon mal für das nächste Projekt, das ich für die Wii machen werde, aber von der Wii so gesagt, muss lauter reden, schon mal anfange. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Das werde ich gucken, wie viel Zeit ich doch habe, denn es ist Donnerstag und wir haben morgen noch Schule. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es ist Freitag. Ah ja, die hatten wir letztes Mal auch schon, aber diesmal machen wir auch. Kadoom! Oh yeah, badadadum. Ich habe das Gefühl, das ist Freitag. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin vor der Schule gekommen, hatte heute noch so Kiefer-Autobien-Demin, ne? Nach einigen Monaten nochmal überholen den Schatten eiskalt. Das ist nämlich nochmal mein Lieblingslevel, so gesehen, nur ohne Eisblume und damit halt alles voller Eis, damit wir halt auch skaten können und nicht gleich runterfliegen. Ist ja ganz klar. Und glaube nicht ganz so lang. Bin mir gar nicht sicher. Doch genauso lang, glaube ich. Ah, da haben wir ja wieder unseren Freund, den Schatten Mario. Hier, Duel! Ganz viel Städte für mich! Let's go! Yeah! Zap, zap! Wenn ich jetzt wieder so geil hinkriege wie beim, also wie beim dritten Versuch, letzten Part. Ich habe 3 Versuche gebraucht, was mich immer noch ein bisschen beschämt. Normalerweise schaffe ich das schneller. Und ich rutsche gerade von dem Joystick runter. So, ein bisschen schütteln, damit es ein bisschen schneller geht. Zack, zack. Ja, aber das habe ich irgendwie jetzt gerade nicht hingekommen. Zack. Und ich sehe nichts. Danke. Ey, das ist doch ganz chillig hier. Zoom, zoom. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier... Ja, damit haben wir ihn. Oh yeah. Schnell erhalten. Klingelt das Telefon? Nee, tut's nicht. Gut. Gut, ich wollte nicht jetzt schon einen Schnitt machen, weil der Telefon im Hintergrund klingelt, ne? Ist ein bisschen blöd. Okay, das war jetzt irgendwie ziemlich chillig. Das hätten wir am letzten Part in der Zeit nicht mehr so geschafft, so im Ganzen. Wobei, in der Zeit, in der wir die Komet vertrieben haben, hätten wir auch genauso gut gerade den Stern machen können. Der hat ja jetzt nicht wirklich lange gedauert. Na okay, die Galaxie ist eigentlich erstmal abgeschlossen. Ich weiß, was hier ist. Machen wir erstmal die hier. Da habe ich jetzt noch Lust drauf. Bam! Wir haben hier... Honigkraxel-Galaxie! Let's go! Kraxel zum Himmel, Bienen-Mario! Geht klar! Wieder ein Level mit Bienen-Mario, wenn man vielleicht lesen kann. So ein 2D-Level mehr. Das ist nur eine Platte. Oder ein paar Platten. An dem man hochkraxeln muss. Hört sich nicht so schwer an. Es ist ein bisschen schwerer, als es anhört, aber es ist jetzt nicht wirklich schwer. Man muss insgesamt sagen, Super Mario Galaxy ist jetzt kein schweres Spiel. Es ist sogar ziemlich einfach. Sunshine habe ich niemals gespielt, deswegen kann ich das jetzt mit dem nicht vergleichen. Aber soweit ich es mitbekommen habe, ist Sunshine... Was war das denn? Schwieriger. Und zwar um einiges als Galaxy. Galaxy 2... was ist schwieriger? Galaxy oder Galaxy 2? Das ist jetzt schwierig. Zack. Nee, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Ja, genau so war das gemeint. Das ist schwieriger. Galaxy oder Galaxy 2? Ich würde sagen, Galaxy 2 ist ein bisschen schwieriger, finde ich persönlich jetzt. Ja, ja. Ja. Würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Sind eigentlich ungefähr gleich, finde ich persönlich. Wobei manche Level vom Galaxy 2 wirklich ein bisschen schwieriger sind. Na, teilweise auch um einiges schwieriger. Ah ja, jetzt kommt der schöne Teil. Der erste Teil war ja noch Kinderkram, könnte man sagen. Kinderkacke. Okay, das war jetzt irgendwie unpassend. Und jetzt haben wir hier schon so komische Meteoriten, wo auch immer die herkommen mögen. Nein! Oh mein Gott! Bleib hier, du! Ah, danke! Alter, ist der Schatten groß. Und hat einen Leck unten drin. Und das hat es. Na egal. Freiflug. Yay! Bin schon ja voll drin hier. Was mache ich da? Ich will da dran fliegen und nicht irgendwie sonst wohin. Nein! So. Oh mein Gott. Nein!
Nein, bleibst du hier? Ah, oh, ein Glück. Dachte schon. Das wäre ziemlich kacke gewesen. Nein! Wie freut mich immer noch wie Mario. Wow! Nein! Wie Mario hier dran. Bitte schön. An der Wand. Da fliegt man, als ob jemand Schwerkraft hätte. Meine Sternteile. Meins! Alles meins! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein! Tschüss! Ich will den Stern haben! Nein! Danke! Dum, 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 dum. Oh yeah! Schön halt on. Oh yeah! Ich sollte aufhören, M zu sagen, das ist nämlich nicht so toll. Zu unprofessionell und ja, okay. Ich bin jetzt seit einem bisschen mehr als einem halben Jahr. Ey, ich spring gerade. Cool. Das wäre ja, also muss ich nicht zwangsweise so professionell sein, aber ich gebe mein Bestes, das könnt ihr glauben. Okay, das haben wir gemacht, jetzt geht's hier weiter. Bam! Und es ist die Sandinsel-Galaxie, oh mein Gott. Eine der meiner Meinung nach schlimmen Galaxien im Spiel. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Galaxie gefällt mir persönlich jetzt nicht so toll. Der Luftstrom des Sandtornados. Also, wir werden Sand sehen und Tornados, das sagt uns schon mal der Name. Ja, wir sehen sogar jetzt schon beides. Sowohl Sand als auch Tornados. Wir sehen sogar Treibsand. Und ein flackerndes Bild am Fernseher, aber das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Hoffe ich mal zumindest. Und Chaosrocken! Hatten wir die schon mal? Ich glaube schon. Na, aber egal. Also ich wette, wir sollten nicht da reinspringen. Ich könnte dir aber zeigen, was passiert, wenn wir reinspringen. Okay, ein Fail, ein mehr oder weniger Fail. Das passiert, wenn wir reinspringen. Wir versaufen im Sand. Ich wollte es mal sagen. So mal, als veranschaulichen, so als Warnung. Damit es ja nicht nachmacht. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Es könnte tödlich ausgehen. Yay, yeah, und hier haben wir so einen geilen Tornadosprung. Wobei es mir so... Oh shit, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Okay, damit habe ich jetzt zweimal gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Jetzt könnte aber auch meiner Meinung nach der Versuch kommen, wenn, dass ich zeige, wie man es richtig macht. So. Hier rein. Yay, und los geht's! So war das nicht gemeint. Warum muss der Z-Knopf eigentlich genau da unten liegen? Schon mal aufgefallen, dass der Nunchuck genauso gebaut... Ich weiß, aber ich habe gewartet! Schon mal aufgefallen, dass der Nunchuck genauso gebaut ist, wie der untere Teil des N64-Controllers? Ist so. Bam. Das war nicht meine Absicht. Ach, komm schon! Heute ist der Fail-Part! Yay! Ich treffe den Tornado nicht! Das war keine Absicht, okay. Aller guten Dinge sind vier, weil ich das einfach so sage. Jetzt aber! Direkt hier rein, komm schon! Ah. Yeah! Jetzt hier von einem Tornado zum anderen. Ich sag dann noch, das Spiel ist leicht. Ist es ja eigentlich auch, aber... Yeah! Okay, ich werde das Leben jetzt nicht holen, weil ich das Gefühl habe, sobald ich das Leben holen werde, ich bin jetzt vorsichtig, werde ich runterfliegen. Oh mein Gott. Also, ich sage mal so, sobald ich versuchen werde, mir das Leben zu holen, werde ich runterfliegen. So ist richtig. Hopp, plopp. Und, plopp, plopp, plopp. Immer so schön, dass man eine eigene Meinung hat, ob man in die Röhre rein will. Platz! Einfach mal voll durchgebrochen. Oh mein Gott. Nee, da hoch will ich gar nicht. Badang. Oh, platt gemacht, aber voll erwischt. Lass mich in Ruhe. Nee, ich glaube, da oben ist nichts Wichtiges. Also, kein Secret Star oder so. Also, hier sollten wir auch nicht reinfallen. Das ist vielleicht ganz doof. Was ihr in der Wii ja toll findet, man kann zeigen, wenn man was zeigen will. Kann man einfach mit der Familie drauf zeigen. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Gefährlich. Das könnte gefährlich enden. Gefährlich enden meine ich jetzt nicht. Ich meine, tödlich enden. Stimmt sogar. Münze, Münze! Eine Münze noch. Ja, dann ist weg. Gut. Weiter geht's. Hier. Nein, das war jetzt nicht meine Absicht. So war das auch nicht gemeint. So war das auch nicht gemeint. Ich warte nicht hier hoch. Aber ich weiß, dass hier oben. Oh, was hätte ich gemacht, wenn ich jetzt alle Dinge weggemacht hätte? Zack, hau ab. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
ja, du kommst auch so krass an mich ran, ne? Wie auch immer ich jetzt gerade erwischt habe, es sah sehr interessant aus. Oh mein Gott! Mein Gott! Ja, wie soll ich dem ausweichen? Geht doch gar nicht. Ja, toll. Ich kann ihm auch so klasse ausweichen, nicht wahr? Na, jetzt habe ich nur wenig mitbekommen. Ich habe noch einen Kraftpunkt. Oh mein Gott. Kraftpunkt. Komm, wir folgen wieder Pokémon hier. Yay! Ich dachte, dass ich diese Galaxie hasse. Okay. Oh mein Gott. Ein Bombenhuhn. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Könnte ich mal bitte noch irgendwas haben, was jetzt hier Münzen gibt und kein Leben abzieht? Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe, du blödes Ding. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Tschüss. Hau bloß ab. Ja, das reicht, glaube ich, nicht. Oder? Es reicht sogar. Nein. Ach komm, es reicht auch nicht. Jetzt aber. Und los geht's. Freiflug. Das ist eine Münze. Eine Münze. Eine Münze meinte ich. Wow, das war knapp. So. Oh mein... Nein! Vorsicht. Könnte tödlich enden. Erneut. Hatten wir schon nur ein paar Mal, ne? Lass mich raten, da taucht ein Sternring auf. Mann, spielt gut. Oh. 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 Nein, ich will runter. Ich will runter. Oh, shit. Okay, ich sollte vielleicht auch lieber hier runtergehen. Es könnte taktisch klüger sein. Ja, ich wollte nicht hier rein, aber okay. Ist ja nicht meine Entscheidung. Yeah! Komm schon. Ah! Drinne! Boom. Noch einer. Cool! Meine Münze! So komisch, dass sie. Das ist schade, dass sie nicht auffüllt. Jetzt beschwere ich mich, dass es so einfach ist. Naja, okay, beschweren kann man das ja nicht kennen. Und dann. Will ich auch noch dass das Ding mich auch noch auffüllt. Nein! Boah, mein Gott, Willen. Mario. Was zum Teufel machst du da? Jetzt! Halt! Hier! Ist Loch in der Wand, wie man vielleicht sieht. Ja, ich bleib erstmal hier stehen. Juhu! Ja, das war, glaube ich, nicht die Sache. Ich glaube, die gehen rein, sobald man draufsteigt. Ja. Bestätigt sich gerade. Das ist doch so schwer. Zack. Tschüss. Und damit haben wir den Stern gefunden. Dum, 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 dum. Sterne erhalten. Oh yeah. Kurzer Blick auf die Skype-Nachricht. Kommt nach dem Part. Ah, das ist 36. Da schaffen wir noch locker 2 Sterne. Der erste Stern war ja recht schnell, ist ja recht schnell gegangen. Deswegen. Ja. Ich will meinen Vorsprung ausbauen. Ein Gummiluma ist aufgetaucht. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Level aus der Sandgalaxie und dann machen wir einen Gummiluma. Okay, abgemacht, abgemacht, los! So, hoffentlich passt noch alles in die Part rein. Das ist zumindest mein Plano! Mario wird immer leiser, weil er ganz weit wegfliegt. Ich habe das Gefühl, gerade das Gefühl, dass ich gerade in dem Level kaum was gesagt habe, einfach weil ich mich so konzentriert habe, aber stimmt doch gar nicht. Ich habe doch geredet. Oh, der! Hab ich nicht geredet. Oh mein Gott, das ist scheiße. Nein! Nicht das Level! Shit! Jenseits des endlosen Treibsands. Der ist nicht umsonst endlos. Der ist scheiße. Tschüss. Sagen wir es mal so. Das Level ist jetzt an sich noch nicht so schlimm. Oh, wie kommen wir hier nur weiter? Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Tschüss! Ach, verdammt, einer hat überlebt. Hau ab. Oh mein Gott. Ist noch einer. Das war jetzt, glaube ich, keine... Ja, geil! Voll überwältigt. Entschuldigung. Yay! Freiflug! Hier war noch irgendwo ein geheimer Stern, da bin ich mir jetzt gerade ziemlich sicher. Oder irgendwas war hier. Ich bin mir gerade nicht sicher, was hier war. Hier war ein geheimer... Ja, hier war der geheime Stern. La. Hast du Sternteil? Ich will Sternteil. Das ist ganz viele. Ja, komm schon, Champ. Halt. 20. Feier mich. 23. Ja! Frisst du! Danke. Und werd ein Planet! Los! Verwandel dich, wie auch immer. Irgendwie halt. Die Sternteile in deinem Stab hatten den Schatten von einem Kreis. Oh mein Gott. Ich habe gerade so ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, das hat irgendwas mit Silberstern zu tun und ich habe jetzt. Oh mein Gott.
Theoretisch gesehen könnte ich jetzt immer noch den anderen Stern machen. Moment. Ich will den Maxi-Pilz halten! Das mache ich aber gleich! Nein, noch nicht in den Sternring rein. Ich will erst den Maxi-Pilz haben! Nein! Mario! Die Kamera ist aber gerade am Tag. Wie nennt es das denn wieder? Die Kamera ist ja immer wieder hier der Hammer, ne? Falsche Richtung, Mario! Mario, was machst du denn da? Ich will den scheiß Maxi-Pilz haben! Oh mein Gott! Lass mich da unten hin! Danke! Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, was mich da erwartet. Ich habe das Gefühl. Gibt's auch irgendwo eine Lücke in dem Ding? Danke. Ich habe das Gefühl, das ist ein Silberstern und das wird ganz, ganz toll. Aber wir müssen sowieso machen, das sind ja 100% und es macht doch ganz viel Spaß, das Spiel gerade. Und ab geht's! In diese doppelte Pyramide. Nicht Silberstern, nicht Silberstern, nicht Silberstern. Ich habe so ein ganz unges Gefühl, dass es Silbersterne sind. Nicht Silbersterne, nicht Silbersterne, nicht Silbersterne. Oh nein, es sind Silbersterne, so ein Mist! Aha, oh nein, nein, das war so scheiße. Ja, jetzt bewegt sich nämlich der Sand hier. Hm, das war echt kacke. Ich erinnere mich. Mein Gott, er erinnert sich. Ja, tue ich. Leider. Komm her, du. Wenn sie nicht in Blasen angefangen, ich bin sie gleich eingefroren. Bleibst du hier? Mitkommen. Nein, du sollst nicht hier bleiben, sondern mitkommen. So ist richtig gesagt. Noch ein Rad hier unten? Oder scheiß Kamera, mehr nicht, ne? Okay. Ja, und ich sehe schon den nächsten Stern. Ich denke mal zumindest, das ist ein Stern. Ja, das ist okay, fehlt nur noch einer. Das geht doch einfacher, als ich dachte. Ich hatte die ganze Level viel schwieriger in Erinnerung, als wenn er aus meiner Kindheit. Oh, shit, fuck. Aus der Zeit, als ich dieses da, ja, bekommen hatte, ne? Wobei das jetzt. Ah, da oben war der nächste Stern. Ich hab's schon gesehen! Du kannst mir nichts machen, oh mein Gott. Mach mich nicht platt! Hallo. Danke. Ich habe das nicht, also aus meiner Kindheit in Anführungszeichen, weil das, ich habe das erst bekommen, da war ich, ich habe die Wii mit 11 bekommen, zuletzt, jetzt bin ich 16, also ich habe jetzt 4 Jahre ungefähr, ne, glaub mir noch nicht so lange. Da ist der letzte Stern, ich wusste es doch. Tschüss, Scheißsand. Sag ich doch tschüss. Oh, sogar ein grüner Stern, oh. So schon der letzte, geil. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so spreche, aber es ist einfach geil. Kommst du hoch? Ja, komm sogar. Cool. Bam, dam, da, 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 da. Grünstern erhalten. Oh yeah. Ja, Grünstern erhalten. So schnell kann es gehen. Ah, 16. Knapp 17. Ja, das ist ja eine halbe eigentlich. Ein bisschen mehr. Es sieht so aus, als hättest du alle grünen Powerstände wieder erlangt. Und ich habe keine Ahnung, warum ich jedes Mal eine andere Stimme habe. Und das Sternentor zu den Prüfungen reaktiviert. Ihr habt 3 neue Galaxien zu den Prüfungen. Du hast das Tor zu den Prüfungen reaktiviert, was wohl auf dich wartet. Ja, das werden wir aber jetzt noch nicht heute sehen, ne? Das werden, also, nicht jetzt. Wir werden nämlich jetzt, ich habe ja gesagt, wir machen jetzt den Gourmet-Luma. Der muss ja auch noch gemacht werden, der muss ja gefüttert werden, das ist ja wie so ein Haustier. Nein, da werde ich niemals reingehen, und sobald man reingeht, kriegt man diese Scheißgeschichte aufgequetscht, die man gar nicht haben will. Also, ich werde es nicht machen. Das habe ich jetzt, glaube ich, ziemlich klar ausgedrückt. Lalalalalala, hast du Sternteile? Ja, ich singe das jetzt nicht, ich kann nämlich nicht singen. Ich singe immer wieder gerne in Parts, aber nicht, weil ich Text vorgegeben habe. Okay. Feuerfrau! Danke. Flieg auf die Uhr nebenbei, aber egal. Verwandlung! Wow, yeah! Fuck the shit! Entschuldigung. So. Hüste. Neue Galaxie wurde geboren. Und los geht's! Jetzt haben wir noch locker Zeit. Kommt zumindest drauf an, was es jetzt ist. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Goldener Köder des Urfischbeauen. Okay, ich weiß, was es ist. I know what it is. Und des Urfischplaneten. Eine goldene Truhe, was könnte da noch drin sein? Das ist jetzt so schwer, oder? Was könnte in dieser goldenen Truhe drin sein? Es ist so schwer, was ist denn wohl Gold und was sammeln wir denn unentwegt? Das ist kein Gold. Gold, ja genau, Gold. Fischstäbchen. Die sind golden und die sammeln wir auch.
Nee. Verstimmt jemand nicht. Was war denn das dann nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Schwierig. Ja, das ist so, das sind die nervigen Kram, die einfach an den Flüchten, ne? Ich will dich jetzt einmal platt machen. So, tschüss, dann gib mir Leben. Danke. Irgendwas Interessantes hier drin? Nö. Was sind noch golden? Mais! Genau, wir sammeln Mais! Nee, das war's auch nicht. Verdammt! Ich weiß es nicht mehr. Was ist denn noch golden? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Was könnte es denn noch sein, wenn es golden ist? Zack, und jetzt wieder geil Panzerschwimmaktion. Und die Geister können wir so ganz cool wegswitchen einfach. Und jetzt denken jeder, man muss hier drauf schmeißen, aber man kann auch einfach hier durchfahren. Zack. Ach stimmt, wir müssen jetzt die Dinger einsammeln. Ich, I remember. It's just like that. Ja. Wo sind denn hier die? Oh mein Gott, ich schwimme durch den Alien rein. Ich will den aber nicht von hinten angehen. Ich sehe nichts. Nein, ich habe es verpasst! Puh! Bist du? Oh, da kommt gerade ein Aal. Den lasse ich mal gerade passieren. Ich will keinen Ärger mit Aalen. Keinen Stunk. Oh mein Gott. Danke. Noch einer. Da, ich sehe ihn, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie der Mann mit Dino, der weiße Heidi ist. Nee, warte. Verdammt! Tschüss! Oh, das war jetzt keine Absicht. Ich wollte dich nicht töten, aber egal. Oh Gott, das sind Piranhas. Alien Piranhas, cool. Der goldene Panzer, genau das sammeln wir. Das war's. Jetzt weiß ich es wieder. Oder auch nicht. So. Irgendwie so. Ich bin gerade so blöd, dass mir das Ding nicht einfällt. Zack, aber ja, voll durchgeprescht. Oh, und jede Menge Buhus. So ein Mist, aber auch. Scheiße. Vor allem, weil jetzt der gute goldene Panzer weg ist. Jetzt habe ich einmal gedacht, jetzt mache ich also einen auf Pro und mache die Geister einfach weg. Aber dann schwimme ich natürlich voll dagegen, ne? Aber wenn wir jetzt aber hier sind, BATS! Voll kaputt geheimert. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, die Luft aus. Aber jetzt, wo wir die Gentile schon mal gesammelt haben, können wir ja ganz einfach den Sternring benutzen. Oh mein Gott, eine verknappt! Juhu! Tief eingeatmet, zack! Und dann sind wir voller Luft. Mario wurde aufgepumpt. Ganz einfach. Oh mein Gott, nicht gegen die Decke fliegen. Decke, Boden, wie auch immer. So, fliegen. Weil wir auch fliegen. Wir schwimmen hier überhaupt nicht. Wo ist der Durchgang? Da hinten. Oh, komm, machen wir noch ein Loch rein, weil es gerade so schön ist. Wenn wir so weitermachen, ist irgendwas gesehen, die durchlöchert. Sind sie so irgendwann weg? Okay, jetzt hier. Vier auf einmal. Ja! Schön. Ja! Oh mein Gott. Mein Gott! Es ist ein bisschen eng hier. Das hat schon mal einer gesagt. Könnt ihr mal ein bisschen Platz machen? Könnt ihr ein bisschen kannibalistisch sein? Wenn ihr gleich sehen, was wir hier nochmal sammeln, ich weiß es wie gesagt nicht mehr. Und zack! Ein Tod. Wir sammeln Toads. Okay, wir haben es gehört. Boah, ich werde beinahe erstickt. Oh, Mario. Ach, ich wollte gerade einen Powerstern aufheben. Da ist denn diese Schatztruhe gefallen. Ach, Powersterne wollten wir sammeln. Stimmt ja. Die waren dann, waren die nicht grün? Egal. Es war furchtbar. Na, jedenfalls, nimmst du bitte den Powerstern, den ich gefunden habe. Blopp. Yay! Hier, bitte, ein Powerstern! Bam, dam, da, dam, dam! Oh yeah, Powerstern erhalten! Kurz auf die Uhr. Boah, wir haben jetzt. Was? Wir haben gut 6 Minuten für diese Mission gebraucht. Wenn nicht sogar 7. Ach, ich meine Fails, ne? Na okay, also, goldener Köder des Urfischplaneten, so ist richtig. Okay, speichern wir natürlich. Kometen sich gerade keine, also ist es auch gerade egal. Und da der Postluma, was sage ich, Postluma, Posthoot, hat da was für uns. Das werden wir gleich machen, ich will gerade noch ein Leben haben. Wieso haben wir eigentlich gerade? 5 Leben. Eins hol ich mir noch, was gerade hier in der Ecke ist, in der Garage. Was auch immer die hier in der Garage machen. Oh, guck mal, ganz viele Sterne. Wo auch immer die gerade fliegen. Na, egal. Jetzt können wir nämlich hier rüber. Und wollte ich nicht direkt auf die Röhre, bitte. Danke. So. Und damit wären wir hier oben bei den Challenges. Naja, okay, also nicht Nuzlocke Challenge oder was auch immer. Nein, es ist eine Challenge.
Auf jeden Fall. Nein, nicht in die Röhre. Also, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Super Mario Galaxy. Und dann werden wir hier die drei Challenges rocken und dann eventuell noch weitermachen, wenn uns noch Zeit bleibt und wir nicht so viel failen. Also, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ciao.